So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Harvest Moon, das verlorene Tal. Wir sind hier im Part Nummer 4 stehen geblieben und haben im letzten Part ein mysteriöses Mädchen gesehen. Ja, ja, sehr komische Sache. Wir haben sie gesehen, sie hat uns gesehen, sie ist abgehauen und wir dachten uns einfach nur, what? Und ja, ich würde sagen, wir kaufen noch ein bisschen was von den guten Sam. Wollen ein bisschen Cola haben. Und zwar wollen wir etwas Kohle machen mit ein paar Samen. Brauchen wir Dünger? Ich glaube das ja nicht, dass wir den brauchen. Wir kaufen einfach zwei hiervon und das langt doch erstmal. Wir brauchen auch ein bisschen Geld so zur Not. Und viele haben auch gesagt, ich soll ordentlich Holz weghauen. Von daher werden wir das jetzt auch tun. Ich will jetzt ein bisschen Holz weghauen und dann werden wir mal gucken, was wir sonst noch tun werden heute. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir sonst noch tun werden können. Bla. So, wir hauen einfach jetzt alles weg, was hier ist. Batz, Holz und noch mehr Holz. Die sind ja eh alle im Weg, die ganzen Bäume. Deswegen brauchen wir nicht. Und es gibt Geld. Und Geld regiert die Welt, Leute. Und ich musste meinen ganzen Hof mal freimachen. Deswegen, und irgendjemand hat gesagt, ich soll ein Feld in Form eines Zs machen in den Kommentaren. Wegen Zero. Oh, ihr seid auch... Oh, keine Ahnung. Viele haben auch gesagt, es ist mal was anderes als nur Pokémon oder sonstiges. Und da gebe ich euch recht. Es ist wirklich mal was anderes. Was Beruhigenderes, wo ich mich richtig hinsetzen kann, einfach nur loslabern kann. Und ja, so ist es halt, ne? Und ihr habt doch gesagt, so in den letzten paar, ich habe so gesagt, so ja, wir haben nichts geschafft. Das war total langweilig. Und alle so, nein, nein, es war gar nicht langweilig. So, ey, was habe ich denn großartig getan? Und alle so, ja, ist ähnlich wie Minecraft, bloß im Bauernstyle. Ich dachte mir, okay, sonst ist aber alles gut bei euch. Weil, keine Ahnung, ich will immer den Part so geil gestalten. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Woo! Rangaufstieg! Bauholz gesammelt, Rang 2. Was können wir jetzt machen? Sind wir jetzt stärker oder sowas? Haben wir jetzt mehr Muckis? Oh yeah, ab sofort können wir nach MacFit gehen. Boots. Jetzt davon alle Bäume so schnell wie möglich. Bats. Und noch mehr Holz. Klasse. Ja, ist doch cool. Vielleicht gehen wir gleich noch zur Quelle nach oben und ja, mehr weiß ich auch nicht, was wir tun können. Ihr habt doch gesagt, ich soll einfach nur durchschlafen, sodass ich die Story schnell mache und meine Tasche ist voll. Oh mein Gott, warum? Verdammt. Verdammt! Wir müssen gleich anfangen zu arbeiten hier. Kann ich nicht arbeiten? Hallo, ich will graben. Doch nicht. Ich will, pflügen. Tatsache. Schneeschaufel. Haben wir jetzt Schnee in der Tasche? Das wäre cool. Glaube ich aber nicht. Zack. Zack, 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 zack. Und jetzt kommt hier. Und oben habe ich gar nichts mehr, ne? Genau, das war das, was ich machen wollte eigentlich. Erstmal machen wir Samenpflanzen. Wir haben eh nicht mehr viele. Wir haben noch zwei Brokkoli-Samen oder so. Genau, es ist eh nicht mehr viel. Also wenn das, wenn die da oben fertig sind, dann sage ich auch Ende. Ich glaube, ich habe nichts mehr in der Gießkanne. Deswegen kann ich auch nichts gießen. Kann das sein? Kann das sein? Ha, Gießkanne ist... ist voll. Und man kann einfach nicht gießen. Und wäre auch ein bisschen dämlich, ne, wenn man so Pflanzen gießen kann, wenn es schneit. So, hey, gieß meine Pflanzen beim Schnee am nächsten Tag. Wow. Eine Eisrose. Oder ein Eisbrokkoli. Und ich sollte irgendwie das Holz wegpacken, glaube ich. Ja, ich verkauf's eben. Ich habe da keinen Bock zu. Wir gehen hier mit Minus raus, Leute. Wir müssen alles schnell verkaufen, damit wir mit Plus nochmal rausgehen. Während der... Achso, ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, hey, was willst du denn jetzt von mir? Was bearbeite ich denn bitte schön? Nur weil ich mein scheiß Inventar auf habe. Mano. So, hallo. Ich muss verkaufen hier. Kaufen, verkaufen. Und zwar verkaufen, mein Freundchen. Sam. Sam, Sam. Wir verkaufen was. Und ich war. Wir wollen verkaufen, Sam. Ah, doch, das verkaufen wir richtig. Verkaufen. Wir haben 99 Stück oder wie? Ist das dein Ernst? Warum so viele her? Nehmen wir wahrscheinlich weniger, oder? Ja, ey, so viele? Was denn jetzt? Okay, wo haben die her? Wo haben die alle her? Okay, wir haben Geld, Leute. Keine Ahnung woher, aber wir haben Geld. Wir sind reich, wir haben 2560 Euro. Erstmal ein Lamborghini kaufen. Und die hat übers Feld ackern. Obwohl, ein Trecker wäre auch cool. So ein Trecker, der alles platt macht. Brumm, brumm. Und das gefällt mir hier nicht. Das gefällt mir hier gar nicht. Wo ist meine Schaufel? Auffüllen. Das muss auch schick hier aussehen. Ich hoffe, ich krieg Besuch. Weiblichen Besuch. Und die sieht das hier und sagt sich, oh, wie schlampig ist das hier denn?
Hier will ich nicht hinziehen. Und, was ist dann? Genau, dann kann ich mir die alte nicht mehr klären. Zack, Leute, da habt ihr es. Zero macht hier gerade alles scheiße. Das wollte er gar nicht. Zero wollte eigentlich hier alles schön machen. So, zack, 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 zack. Sieht doch schon viel schöner aus. Und hier wird es auch noch aufgefüllt werden. Sonst ist es doof. Ey, so ein bisschen wie Minecraft, ey. Ich baue mir hier so mein zurecht, ey. Ist das hier so eine Stufe? Das ist auch doof. Das gefällt mir auch nicht. Das hier kann ruhig aufgefüllt werden, komplett. Habe ich nichts mehr zum Auffüllen? Doch. Wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Ich habe auch gestern so absurde Ideen gehabt, einfach mal. Ich habe so gedacht, ja, ich mache ein Video so ein Wochenende von Zero und sowas. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, Leute. Ich hatte einfach irgendwelche Ideen beim Schlafen und sowas kommt dabei raus. Erstmal wieder Bäume fällen hier. Zack. Auch nicht alle wegmachen, das ist sonst scheiße. Aber die so in der Mitte sind, das sieht so kacke aus, finde ich. So. Hat doch irgendwo eine Treppe gebaut, gell? Kann das sein? Oh, das dröhnt so in den Ohren, die Musik manchmal. Die ist so extrem laut einfach. Das ist schon nicht mehr schön. Aber egal, das juckt mich kein Stück. Und die Bäume müssen weg. Die finde ich scheiße, alle. Sind die Bäume eigentlich random oder sind die bei jedem Spielstand gleich? Ist eigentlich viel cooler, wenn so alles random wäre. Wie so ein PMD, so die ganze Welt. So wie bei Animal Crossing die Stadt, ey. So dass man nicht entscheiden kann, dass die Stadt immer oder die Ebene hier immer anders aussieht. Oder sieht sie sogar immer anders aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt das mal in die Kommentare für alle Leute, die auch Harvest Moon, das verlorene Tal, besitzen. Putz! Zerstört. Oh, wunderschön. Diese Bäume. Da ist jetzt ja jemand hier drin, man weiß es ja nicht. Ich glaube, wir brauchen dafür eine Hacke oder sowas, um hier irgendwas zu tun. Weil wir können ja absolut gar nichts machen. Und ich will hier die Teile kriegen. Edelsteine sind toll. Und es ist schon 6 Uhr abends. Gehen wir nochmal zu Rowan. Vielleicht ist er ja wieder diese Lady da. Das Mädchen. Wir gucken einfach mal. Obwohl, ist es so später Stunde? Sicher, dass sie hier ist, Zero? Also um 6 Uhr abends bestimmt hier kein Mädchen mehr an so einem See am Spielen. So, ne. Ich glaube, die ist zu bestimmten Zeiten irgendwie hier. Grinlich. Doofe Sache, ja. Aber ihr habt euch auch gewundert. Das habe ich gemerkt. Sonst habt ihr das... Und der Baum hier, der verspätet total die Sicht. Weg damit. Zero holzt den ganzen Regenwald ab. Alles muss weg. Alles muss raus. Oh, und die Musik jetzt. Idyllisch. Ah, ein nächtlicher Spaziergang. Und die Treppe nach unten. Dum, 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 dum. Eigentlich muss ich hier eine weitere... Eigentlich muss ich die Treppe hier weitermachen. So, wisst ihr, Leute, dass ich hier so... Ich mach die mal eben kurz ein bisschen. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. So, dass ich einfach nur gerade hochlaufen muss. Das wäre viel cooler. Das brauche ich gar... Würde mich gar nicht anstrengen. Ich will faul hochlaufen. Keine Erde mehr. Oh, damn it! Ich kann nicht hier runterspringen. Dein Ernst? Das heißt, ich muss hier einmal schaufeln. Um dann hier runter zu springen, geht das? Kann ich jetzt darüber? Nö. Ah, hier kann ich runter. Okay, Glück gehabt. Aber das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Und dann ist er aus. Nein! Verdammt! Mach das Menü weg und jetzt muss ich hier rüber jumpen. Zip, zip, zip. Kann ich das ernten schon? Nö. Okay, dann gehen wir ins Bett und gucken, was am nächsten Tag passiert. Irgendwas muss ja passieren, weil sonst wird es ja echt langweilig hier. Sam schon weg? Ja, Sam ist auch pennen gegangen. Ah, alles klar. Gute Nacht. Oder Sam ist jetzt hier bei mir. Sam, bist du im Kühlschrank? Ich hoffe nicht. Wir sollen schlafen gehen für heute. Ah, gute Nacht. Ah. Schöne Träume von dem Mädchen wieder. Das Mädchen aus meinem Traum. Die steht vor meinem Haus. Was? Wo weiß ich das? What the fuck? Was macht sie hier? Okay, gleich mal abchecken gehen. Was machst du vor meinem Haus, Göre? Oh, irgendwas passiert. Oder? Nee, doch, doch, irgendwas passiert. Ha! Da ist sie. Hallo, Knirps. Erstmal hinwatscheln. Hallöchen, was geht ab? Hä, wer bist du? Hab ich dich nicht neulich gesehen?
Ja klar, ich war der Stalker. Was? Du lebst hier? Oh mein Gott, Stalker, die ihr lebt. Mein Name ist Sally. Nett, dich kennenzulernen. Sally sieht ziemlich böse aus. Entschuldige, dass ich auf deinem Grundstück gestiefelt bin. Ich wusste nicht, dass hier jemand lebt. Ja, schon okay. Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin unterwegs, um meine Mutti zu finden. Ich habe vor, hier ein wenig nach Hinweisen zu suchen, wo sie sein könnte. Die macht's nichts aus, wenn ich am Mittwoch und Freitag von 6 Uhr am Morgen bis 5 Uhr gegen Abend herumkomme, oder? Mach nix. Danke, ich weiß das wirklich zu schätzen. Okay, also kommen die Bewohner alle so zu bestimmten Zeiten mal her, wie es aussieht. Alles klar. Ist sie jetzt hier am Rumlaufen? Wir haben nämlich gerade Samstag. Oh. Dann ist sie logischerweise nicht da, Zero. Was habe ich eigentlich in der Tasche jetzt hier alles? Habe ich nicht auch hier was extra Cooles gemacht? So, ich habe doch hier Brokkoli und Spinat. Kann ich das essen oder wie geht das? Benutzen. Ich kann das erstmal im Kühlschrank lagern. Das mache ich erstmal besser, oder? Es wär's schlau. Alles, was ich finde, erstmal im Kühlschrank lagern. Ich glaube ja, oder? Erstmal was ablegen. Alles. Und bestes, was ist das denn? Bester Spinat, der allerbeste. Oh, hallo, Leute, habt ihr gehört? Wir haben den allerbesten Spinat der Welt. Ich mag zwar keinen Spinat, aber okay. Wir haben den allerbesten. Ich weiß nicht, soll ich was kaufen jetzt von dem Typen da? Ich glaube, ich lasse es lieber. Der ist mir nicht geheuer. Obwohl, eigentlich müssen wir was ja. Wir sollen ja eigentlich so viel anpflanzen wie möglich. Aber erstmal kümmere ich mich um meine Treppe. Ist hier irgendwas neu? Irgendwas neu? Irgendwas zum Ernten? Ne, nur gießen. Gießen ist langweilig. Dann müssen wir jetzt gießen, Leute. Wir müssen jetzt da durch. Wir müssen jetzt alles gießen, was jetzt hier ist. Ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen alle kein größeres Feld haben, damit wir nicht noch mehr gießen müssen. Oder wollt ihr ein größeres Feld, damit ich mehr leide, hä? Macht es euch Spaß, mich leiden zu sehen? Ich glaube nicht. Nein, lassen wir es einfach. Hm. Aber wir sehen ja auch anhand der Köpfe, ob... Oder... Dahin ist sie! Hey! Ich hab sie jetzt gerade hier hinten gesehen. Wie ist sie da hingekommen? Ich will da auch hin. Jetzt sagt ihr uns ja, wie sie da hingekommen ist. Vielleicht müssen wir sie einfach ansprechen. Ne? Hallo. Girl. Girl. Wie, wo, was? Wie dahin? Ich will auch. Man kommt auf jeden Fall wieder rüber, aber wie? Sie ist auf der Suche nach ihrer Mutti, aber die soll sich irgendwo befinden angeblich. Und ich weiß nicht wo. Keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll. Egal. Wir machen jetzt das hier einfach fertig. Gehen ein paar Holzfälle hacken und dann gehen wir schlafen. Ich will heute auf jeden Fall ein paar mehr Tage schaffen, damit wir heute ein bisschen was erleben. Auf jeden Fall haben wir schon mal erfahren, dass sie hier ihre Mutti sucht und dass sie nicht wusste, dass ich hier lebe. Ich sehe so tot aus wahrscheinlich, so unlebendig. Glaube ich, das Erste, was wir machen sollten, ist uns so ein Gute-Laune-Schild vor die Tür setzen. So ein Fußabtreter, wo drauf steht, hier wohnt Zero. Bitte freundlich sein. Und nicht hier einfach so herumstiefeln. Dankeschön. Was war hier irgendwas? Nö, hier war gar nichts. Hm. Ich wollte jetzt erstmal mein Dings machen. Naja, graben. Wir graben jetzt, was das Zeug hält, um ganz viel Erde zu bekommen, damit wir die Treppe vernünftig bauen können. Was mache ich da jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich verunstalte hier gerade alles. Aber egal. Es ist für guten Zweck. Wir machen einfach irgendwas. In der Hoffnung, dass es wirkt. Wo ist es? Da haben wir es. Zack. Ups. Das war der Boden. Das war das. Das war irgendwas anderes. Keine Ahnung. Wir haben Schlaglöcher gebaut. Falls ein Dieb hinlaufen will und wir ihn verfolgen, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hinlanglaufen müssen. Beziehungsweise, wo er sich auf die Schnauze legen kann. Perfekt. Können wir jetzt hier was rüberbauen? Ach nee, schade. Das habe ich gedacht. Oh, wir können den Baum so fällen lassen, dass er genau darüber kippt. Verdammt.
Da sind noch andere Bäume, sehe ich gerade. Ich will da hin. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Erstmal muss ich zu meiner Treppe hin. Oh, das sieht ja echt ein bisschen abgeranzt jetzt aus, ne? Habe ich alles ziemlich versaut. Habe ich gut gemacht. Wo ist meine verdammte verkorkste Treppe? Ist das... Das hier ist meine Treppe. Sieht die ehrlich so doof aus. Ich hab die ja ehrlich total verhauen. Egal, wir sehen es positiv. So, ich muss noch einen hoch hier auf jeden Fall. So, jetzt ist es treppenmäßig. Und jetzt, wie komme ich wieder runter? Hallo? Ich muss jetzt wieder einen neuen Weg finden zum Runtergehen, genau. So, so, haha. Gut gemacht, Zero. Ich will das auf jeden Fall so richtig schön einladend machen. Ich bin bei sowas echt richtig penibel. Ich bin auch an sich eigentlich ein sehr, 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 wie nennt man das? Penibler Mensch. Sagt man dazu penibel? Ich glaube schon. Ja, ich würde auch schon sagen, das ist penibel. Deswegen, ich will... Oder perfektionistisch. Nennt man das auch so? Ja, ich glaube, man sagt das auch. Perfektionistisch bin ich auch ziemlich. Ich will immer, dass alles perfekt ist. Das ist wie bei Let's Plays. Ich will einen perfekten Rahmen haben. Ich will ein perfektes Geschnitte haben. Und perfektes Thumbnail. Und perfekte Thumbnail-Zahlen. Und all sowas immer. Und ich krieg da meistens nichts hin. Weil ich einfach die Möglichkeiten für sowas nicht habe. Weil ich einfach unfähig bin. Ich bin unfähig, Leute. Ist das doof? Ja, das ist richtig doof. Aber egal, man muss damit leben. Zero lebt damit einfach. Ja, so ist es, Leute. Ich bin ein armer, armer Mann. Obwohl, eigentlich, ich fühle mich nicht wie ein Mann. Ich bin eher ein Kind. Ich glaube, ich bin mehr Kind als ihr alle zusammen noch. Hallo, ich spiele Pokéball und Harvest Moon und bald bestimmt auch Nintendogs oder so. Wollt ihr Nintendogs sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde es bald Let's Playen dann. Warum? Weil Nintendogs einfach cool. Was ist... Okay, wollte ich eigentlich nicht, aber okay, Rang ab. So, Level up. War genau so. Ah, erstmal hier alles wegmachen. Auf jeden Fall, gibt es noch einen Rang ab für Schaufel? Weil den würde ich auch ganz gerne irgendwann mal bekommen. Weil so viel wie ich hier schaufel, das ist schon abnormal. Irgendwann kriegen wir auch andere Materialien. Ich will auf jeden Fall eine Steinbrücke später haben, ey. Oder so eine Marmorbrücke, das wäre auch nice. Egal, abwarten. Erstmal geben wir uns damit zufrieden, was wir haben. Wir wollen nicht alles sofort haben, ne? Das wäre ja total doof. Muss das hier alles auch noch weg? Och nö, das dauert so lange. So ein Ewigkeitsjob einfach. Kann man nicht einfach hier alles auf einmal wegmachen? Ist ja viel cooler. Ich mache noch das Stück hier weg, dann lasse ich es erstmal mit der Treppe. Auf jeden Fall ist die Treppe dann schon mal gut. Da bin ich damit zufrieden. Die sieht dann gar nicht so scheiße aus. Steht nicht einfach mitten im Weg rum, sondern... Die ist so hoch gebaut, dass man sie schön erkennt auf dem Weiten, oder? Bestimmt. So, hier kann ich auffüllen dann gleich. Oder soll ich den so lassen, einfach so, damit das gut aussieht? Hier hinten muss ich auf jeden Fall auffüllen. Wenn ich da runterkommen würde. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen sollte, aber egal. Oh, ich kann doch springen, oder? Nein! So nicht. Oder ich mach... Kann ich nicht den machen? Kann ich nicht so runterlaufen jetzt hier? Ah, doch, kein... Ah, es geht. Aha. Ich kriege auch eine andere Sicht. Das wäre lieb. Spiel. Das wäre voll nett. Und so. So, auffüllen. Auffüllen. Wenn wir das hier aufgefüllt haben, dann bin ich zufrieden. Das erste Mal in diesem Game bin ich ganz zufrieden. Und ich glaube, wir haben auch schon den ersten Part voll. Ja, haben wir gleich, ehrlich. Schade. Tut mir leid, Leute, aber wir haben eine riesige Treppe gebaut. Und wir haben einen neuen... Darf man das Dorfbewohner nennen? Ich weiß es nicht. Wollte ich was Falsches sagen? Will ich lieber gar nicht sagen, glaube ich. So, 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 so. So, jetzt bin ich einigermaßen zufrieden, oder? Guck mal von vorne. Es ist schon 5 Uhr, ey. Verdammt. Kann man jetzt die Treppe hier... Oh, die Bäume müssen auf jeden Fall weg. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus eigentlich, aber versperren die Sicht zu meiner Treppe. Oder finde ich das so zu kahl, wenn das jetzt so ist? Oder sagt ihr, ne, für so eine Treppe ist das eigentlich ziemlich gut eigentlich. Ziemlich gut, Zero. Ne, aber so geht das doch eigentlich voll klar, oder? Dann mache ich das hier noch so weiter. Dann machen wir hier eine Brücke rüber und dann läuft der Hase. Ja, aber so geht das einigermaßen klar, finde ich. So kommen wir locker dahin. So haben wir einen schön gebauten Weg auch. Und ja, finde ich cool. Komm nochmal hier vorbei. Ist jetzt hier irgendwas los? Ich glaube nicht, oder?
Rowan ist eh nicht da. Rowan hat keinen Bock auf mich. Erntegöttin, höre meine Gebete an. Tasche, habe ich irgendwie das Armband oder sowas, was ich benutzen könnte zur Not? Nö, kann ich nicht. Die kommt eh nicht von alleine, die hat keinen Bock. Sagt sie auch, mach alles fertig, Zero, ich hab da keinen Bock zu. Kein Bock. Unsere ganzen Hühnchens. So, runter geht's. Ups. Nein, die Treppe hat einen Fehler. Man kann irgendwie einsacken. Keine Ahnung, wie das möglich war. Bin auf jeden Fall eingesackt. Boing, boing, boing. Oh, die schöne abendliche Musik. Die uns aber jetzt sagt, wir gehen ins Bett. Sam müsste noch hier sein, oder? Ne, es ist Samstag. Sam ist hier nicht am Samstag. Doch, Sam ist am Samstag hier. Sam, was machst du hier? Dein Kumpel Sam ist da. Willst du was kaufen? Kaufen was? Hat Sam was Neues? Nein. Was können wir mit Stein machen? Weichholz, Hartholz. Ich weiß nicht, ob man den kaufen soll. Ich glaube, den kriegt man später eh. Deswegen halte ich das für Geldverschwendung so ein bisschen. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Wäre, glaube ich, das Schlauste, oder? Ich glaube schon. Wir gehen erstmal Haier machen und dann schauen wir, was als nächstes passiert. Ich meine, es kommt der Sonntag. Und Sonntag ist immer ein schöner Tag eigentlich, oder? Tatsächlich, irgendwas passiert. Ich habe geträumt, dass ich mit jemandem geredet habe. Aber mit wem? Die waren schon wieder beide im Haus. Okay, okay. Raus aus den Federn hier. Oh, irgendwas passiert wieder. Kommt schon, irgendwas Gutes. Nichts. Sam, es ist nichts passiert. Ich habe mit irgendjemandem geredet. Aber mit wem denn? Sam, kannst mich nicht enttäuschen. Gut, Leute, würde ich sagen, das war's vom heutigen Part von Let's Play. Oh mein Gott, wir haben irgendwas gepflanzt. Wir sehen uns aber im nächsten Part. Haut rein, bis zum nächsten Part und ciao, euer Zero, over and out.